Ja, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Ankündigung. Und zwar wollen wir uns heute zunächst um die Pen and Paper News kümmern. Da brauchen wir noch ein paar Redakteure, die uns dabei helfen, die zahlreichen Links einfach mal einzubinden. Ja, da spreche ich euch ganz speziell an. Wenn ihr darauf Lust habt, so ein bisschen zu schreiben, niemand zwingt euch da dann 5 Artikel pro Woche rauszuhauen. Ihr macht da so viel, wie ihr eben könnt und wie ihr wollt. Und ja, da würden wir uns auf alle Fälle sehr freuen. Braucht ihr da irgendwie Erfahrung für? Nein, braucht ihr nicht. Wir schreiben mit WordPress. Das ist das Programm, diese Internetoberfläche, mit der wir dann unsere Artikel ja verfassen, binden da ein paar Links ein. Die Links werden dann alle im Discord geteilt und dann kann man sich selber so einen Link nehmen und dann da selber ja eine Rezension zu schreiben oder einfach nur diesen Link einbinden mit ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Link. Man kann aber auch selbst dann als Redakteur aktiv werden, bekommt dann ein paar E-Mail-Adressen von uns, könnt dann selber irgendwelche Autoren anschreiben und die dann um ein Interview bitten. Also wie, egal, ihr bekommt da die Information. Wer da mitmachen möchte, einfach hier oben auf dieses i gehen und dann auf den Discord drücken. Da könnt ihr euch dann mit uns unterhalten. Alternativ könnt ihr auch über andere E-Mail-Adressen dann mit uns Kontakt aufnehmen. Da könnt ihr dann einfach auf diesen Link klicken und da dann ja am besten Zorni ansprechen oder auch Hatazustra. Ja, wie das genau hier aussieht, könnt ihr euch dann ja selber mal ansehen. Ich werde das Ganze auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Das ist jetzt zum Beispiel ein Artikel, der von uns selber aufgearbeitet worden ist. Da hat dann Thorsten bzw. Ratazustra hat da dann aufgearbeitet, wie das Rollenspiel in Japan funktioniert. Das ist wie gesagt dann kein einfacher Link, den wir dann hier aufgearbeitet haben, sondern das ist dann ja, ein eigener Artikel, den wir hier verfasst haben. Das ist also eigener Content. Und wenn ihr sowas machen möchtet, dann wäre das natürlich auch okay. Ja, das nächste, worauf ich euch gerne aufmerksam machen würde, ist ein Link, den ich euch unten in die Beschreibung setze. Es geht um den Podcastpreis. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich bzw. meine Freunde nominiert. Naja, also wir wollen so ein bisschen versuchen, dieses Hobby so ein bisschen größer zu machen. Und hier gibt es dann verschiedenste Podcasts, die im Verlaufe nominiert worden sind, unter anderem dann auch der Frostcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier euer Häkchen setzen würdet. Ihr müsst euch da auch nicht anmelden. Klickt einfach den Link, macht diesen Häkchen rein und dann geht ihr unten auf die Stimme. Ja, wen ihr da sonst noch nominiert, ist euch überlassen. Ihr habt in jeder Kategorie beziehungsweise hier 3 Stimmen. Naja, und wenn ihr das eben unterstützen wollt, dann setzt ihr bei den 3W6 Podcast und beim Dorpcast noch einen Link und dann habt ihr eure 3 Stimmen für Rollenspielprodukte abgegeben. Da würde ich mich zumindest sehr drüber freuen. Ihr könnt das natürlich auch variieren, wie ihr wollt. Also wenn ihr dann hier sowas noch wie Heldenreise habt oder Triple 20, das sind dann auch ja, Rollenspiel-Podcasts. Die anderen sagen mir gerade nichts. Das ist jetzt auch gar kein persönlicher Angriff oder so, aber naja, ich kenne mich mit den Podcasts einfach nicht aus. Die Brettagoge zum Beispiel, oder Brettagosch, ich bin mir selber gerade nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Die kenne ich zum Beispiel noch von Twitter, auch den Ablagestapel kenne ich von Twitter. Also es gibt so den einen oder anderen, den folge ich in meiner Twitter-Blase, aber selber hatte ich noch keine Zeit, dann da reinzuhören. Aber ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr mit einer von diesen 3 Stimmen dann für den Frostcast stimmen würdet. Das wäre mir ganz lieb. Ich habe auf meiner Seite zwar noch nicht so sehr viele Folgen, aber naja gut, ich bin auch noch ein sehr junger Podcast. 5 Folgen jetzt zur Setting-Beschreibung und dann haben wir hier nochmal 2 Folgen zu einem Actual Play. Warhammer 40k gemischt mit Cthulhu. Und auf jetzt hier umzuschalten. Genau, hier die Weltenbeschreibung. Wie gesagt, es gab schon einen Neueinsteiger-Podcast zu Warhammer 40k. Zu der Welt der Dunkelheit, zu Warhammer Fantasy, zu der Hollow Earth Expedition, also der Hohlwelt und jetzt ganz neu die Legends of the Five Rings. Ja, und wenn ihr mich da unterstützen wollt, da würde ich mich wie gesagt sehr freuen. Was ich auch noch gemacht habe, ist ein anderes Podcast-Projekt. Da habe ich die Freunde vom Radio Kastriert unterstützt, habe mal ein bisschen mit denen gemeinsam aufgenommen. Und die aktuelle Folge 57, da bin ich dann der Spielleiter für die 3 Jungs, ein unglaublich nettes Team, Jens, Björn und Paco, die haben unter anderem auch den Rick and Morty Podcast ja, verfasst. Und ich glaube, das wäre sonst noch mit so unter anderem der Podcast, der euch da vielleicht auch noch mit am meisten zusagen könnte, falls ihr Rick and Morty gesehen habt. Die sprechen also über jede der Folgen, sind jetzt aktuell in Staffel 3
haben dann auch schon die erste und die zweite Staffel analysiert und das ist so ein bisschen das, was die tun. Die sprechen über die Folge und die haben auch die Stimmen von, ja, nicht nur von Rick, sondern auch von Jerry und auch von Morty, die haben sie mittlerweile genommen, die Synchronsprecher auf Deutsch. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Podcast aus Deutschland mit den offiziellen Lizenzen. Die haben sie also auch. Und da, wie gesagt, die habe ich unterstützt mit dem Radio Kastriert Podcast und die durch eine ja kleine Episode Cthulhu geleitet. Also wer da reinhören will, die Hintergrundeffekte, die Soundeffekte sind dazu dann auch ziemlich geil geworden. Ich habe das selber nicht geschnitten. Das war dann der gute Paco. Und da gerne nochmal runterladen und auch Feedback hinterlassen, damit die Jungs wissen, dass das cool ist. Ja, das war so meine kleine Ankündigung zu den neuen Sachen von mir. Wie gesagt, unterstützt mich bitte hier beim Podcastpreis, das wäre ganz cool. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch nochmal auf der Seite Frosty Pen & Paper vorbeisehen, die ja dank Patreon von euch ja finanziert wird, sag ich einfach mal. Also das Hosten dieses Servers wird dann eben durch Patreon finanziert. Und ja, wer da nochmal ein bisschen reingucken möchte, der, wer die Episoden dazu noch nicht gehört hat, der kann das gerne auch nochmal nachholen. Ja gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus, bis dann, ciao.